Das Burgund ist seit jeher ein Synonym für Natur, Kultur, Genuss und französische Lebensfreude. Es liegt zwischen Saône und Loire. Ein Traumziel für jeden Weinliebhaber ist die Côte d'Or südlich von Dijon. Der Name Côte d'Or kommt von der goldenen Färbung der Rebenblätter im Herbst und von der Tatsache, dass sich der ganze Hügelzug gegen Osten ausrichtet. Die Côte d'Or ist in zwei Regionen eingeteilt, die nördliche Côte de Nuit und die südliche Côte de Beaune. Die große Vielfalt des Terroirs in der Côte d'Or, das Klima und edle Traubensorten wie Pinot Noir und Chardonnay sorgen dafür, dass die Weine weltweit für ihre Qualität bekannt sind. In der Mitte der Côte d'Or liegt die Weinstadt Beaune. Die sehenswerte Altstadt lässt sich gut zu Fuß erkunden. Viele Läden und ein großes gastronomisches Angebot laden zum Verweilen ein. Hauptattraktion sind die Hospices de Beaune, ein historisches Spital mit einer großen Bedeutung für den Burgunderwein. Die Hospices de Beaune wurden 1443 von Nicolas Rollin und seiner Frau Gigonne de Salins gegründet. Es war ein kostenloses Spital für die Armen und ist teilweise noch heute in Betrieb. Heute verfügt das Weingut der Hospices de Beaune über mehr als 60 Hektar Rebberge. Aus dem Ertrag werden 30 verschiedene Weine hergestellt. Ihre Qualität ist hervorragend. Jedes Jahr, jeweils Ende November, wird die ganze Ernte fassweise versteigert. Käufer aus aller Welt lassen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. In diesem Keller lagern und pflegen wir für die Hospices de Beaune jährlich rund 100 Fässer Wein. Jedes Terroir, also eine genau begrenzte Reblage, hat seinen ganz eigenen Charakter. Und dieser bleibt unverändert bis in die Flasche. Gerne spricht der Liebhaber hier von kernigen und strukturierten Weinen. Alle Rebstöcke hier sind um die 60 Jahre alt. Wir bearbeiten sie gleich, sie tragen dieselbe Menge Trauben und wir ernten sie meist am gleichen Tag. Trotzdem entstehen daraus zwei ganz verschiedene Weine. Der Unterschied kommt vom Terroir. Sogar die oft schon vergleichsweise winzigen Terroirs sind in noch kleinere Parzellen unterteilt, die Klima. Wenn man im Burgund von Klima spricht, schaut man nicht zum Himmel, sondern betrachtet den Boden. Ein Klima ist ein eng begrenztes Terroir mit einer Geschichte und einem eigenen Namen. Das Burgund ist ganzjährig ein lohnendes Reiseziel. Auch im manchmal nasskalten Winter hat die Landschaft ihren Reiz. Was natürlich in Frankreich nie zu kurz kommt, sind die kulinarischen Genüsse. Bœuf bourguignon, coq au vin oder hier die Tarte Beaunoise. Der Wein spielt auch in der burgundischen Küche eine Hauptrolle. Es lohnt sich, die Burgunder Weine zu erkunden. Deshalb werden sie in den Restaurants auch glasweise angeboten.